Brenda bat einen der Musiker der Band, sie nach Hause zu fahren, aber er erklärte, er sei in eine andere Richtung unterwegs. Das letzte Mal, dass sich jemand daran erinnert, Brenda Ball gesehen zu haben, da unterhielt sie sich auf dem Parkplatz mit einem gut aussehenden, braunhaarigen Mann, der einen Arm in einer Schlinge trug. Da Brenda, wie Donna Manson, ein Freigeist war, der zu impulsiven Reisen neigte, dauerte es lange, bis sie offiziell als vermisst gemeldet wurde. Es vergingen 19 Tage, bis ihre Mitbewohner davon überzeugt waren, dass ihr etwas zugestoßen war. Sie hatten bei ihrer Bank nachgefragt und waren alarmiert, als sie erfuhren, dass ihr Sparkonto nicht angerührt worden war. Ihre gesamte Kleidung befand sich noch in ihrer Wohnung. Auch ihre Eltern, die in der Nähe wohnten, hatten nichts von ihr gehört. Mit ihren 22 Jahren war Brenda die älteste der vermissten Frauen, eine Erwachsene, die sich in der Vergangenheit als fähig und vorsichtig erwiesen hatte. Aber jetzt nicht mehr. Es schien, als hätte auch Brenda jemanden getroffen, dem sie nicht hätte vertrauen dürfen. Brenda war verschwunden, aber das Stalking war noch lange nicht vorbei. Noch bevor Brenda Ball bei der Polizei von King County als vermisst gemeldet wurde, war der Mann, den die Strafverfolgungsbehörden suchten, wieder auf der Pirsch, im Begriff, dreist zuzuschlagen, praktisch vor den Augen dutzender Zeugen und doch nur eine Phantomfigur zu bleiben. Er würde die Polizei vor den Kopf stoßen und sie so frustriert zurücklassen, wie sie es bei der Serie von Verbrechen, die sie bereits in Angst und Schrecken versetzt hatten, noch nie gewesen war. Viele der Polizisten, die nach den vermissten Mädchen suchten, hatten selbst Töchter. Es war fast so, als wäre es eine Art krankes Herausforderungsspiel des Entführers, als würde er jedes Mal ein wenig weiter aus dem Schatten treten. Mehr Risiken eingehen, um zu beweisen, dass er tun kann, was er will und trotzdem nicht gefasst oder auch nur gesehen wird. Georgianne Hawkins war mit ihren 18 Jahren eines dieser goldenen Mädchen, denen das Glück oder das Schicksal ein perfektes Blatt in die Hand gegeben hatte, bis zu jener unerklärlichen Nacht des 10. Juni. Aufgewachsen in Tacoma, Vorort Sumner, war sie eine Daffodil-Princess und, wie Susan Rancourt, Cheerleaderin und eine Musterschülerin an der Lakes High School. Sie hatte eine lebhafte, pixelige Ausstrahlung, glänzendes, langes, braunes Haar und lebhafte, braune Augen. Sie war winzig und zierlich und strahlte, die jüngste von zwei Töchtern der Familie Warren B. Hawkins. Während viele gute Schüler in der High School dazu neigen, den Lehrplan der University of Washington als viel schwieriger zu empfinden und auf einen bequemen C-Durchschnitt abzufallen, hatte Georgianne weiterhin eine glatte 1 in ihrem Zeugnis stehen. Ihre größte Sorge während der Abschlusswoche im Juni 1974 war, dass sie sich mit Spanisch schwer tat. Sie erwog, den Kurs abzubrechen. Aber am Morgen des 10. Juni rief sie ihre Mutter an und sagte, dass sie für die Abschlussprüfung am nächsten Tag so viel lernen würde, wie sie konnte und dass sie dachte, sie würde es schaffen. Sie hatte bereits einen Sommerjob in Aussicht bei Pierce County in Tacoma und sie hatte mindestens einmal pro Woche mit ihren Eltern darüber telefoniert. Während der Rush-Woche im September 1973 war Georgianne von einer der führenden Schwesternschaften auf dem Campus Kappa Alpha Theta aufgenommen worden und wohnte in dem großen Haus zwischen mehreren anderen griechischen Häusern entlang, der 17. Avenue NB. Die Bewohner der Schwestern und Burschenschaften entlang der Greek Row besuchten sich viel freier als in den 50er Jahren, als es Mitgliedern des anderen Geschlechts strengstens verboten war, sich über die offiziellen Wohnräume im ersten Stock hinaus zu bewegen. Georgianne kam häufig vorbei, um ihren Freund zu besuchen, der im Beta Theta Pi Haus sechs Häuser weiter wohnte. In den frühen Abendstunden des Montag, 10. Juni, waren Georgianne und eine Schwester der Studentenverbindung auf eine Party gegangen, wo sie ein oder zwei Mixgetränke zu sich genommen hatten. Georgianne erklärte, dass sie zurückgehen müsse, um für ihre Spanischprüfung zu lernen. Aber zuerst wollte sie im Beta-Haus vorbeischauen und ihrem Freund gute Nacht sagen.
Georgiane war vorsichtig. Sie ging nachts selten allein über den Campus, aber die Gegend entlang der 17. Avenue war ihr so vertraut, so gut beleuchtet und es war immer jemand da, den sie kannte. Auf beiden Seiten der Straße liegen die Vereine der Studentenverbindungen und in der Mitte befindet sich eine grasbewachsene Insel. Die Bäume, die im Juni in voller Blüte stehen, verdecken einige der Straßenlaternen. Sie sind so hoch gewachsen, seit sie in den 20er Jahren gepflanzt wurden. Die Allee, die hinter den griechischen Häusern von der 45. NB bis zur 47. NB verläuft, ist taghell, beleuchtet von Straßenlaternen, alle 10 Fuß oder so. Der 10. Juni war eine warme Nacht und alle Fenster, die auf die Gasse hinausgehen, waren geöffnet. Es ist zu bezweifeln, dass irgendeiner der studentischen Bewohner schlief, selbst um Mitternacht. Die meisten von ihnen lernten für die Abschlussprüfungen mit Hilfe von schwarzem Kaffee. Georgiane ging am 11. Juni um kurz vor 0.30 Uhr ins Bettehaus. Sie besuchte ihren festen Freund für eine halbe Stunde oder so, ließ sich ein paar spanische Notizen, sagte Gute Nacht und verließ das Haus durch die Haustür, um die 90 Meter hinunter zur Hintertür des Tetterhauses zu gehen. Einer der anderen Bettas hörte das Zuschlagen der Tür, steckte seinen Kopf aus dem Fenster und erkannte Georgiane. »Hi George«, rief er laut. »Was ist los?« Das hübsche, braungebrannte Mädchen, das eine blaue Hose, ein weißes, rückenfreies T-Shirt und ein durchsichtiges, rot-weiß-blaues Oberteil trug, reckte den Hals und schaute zurück. Sie lächelte und winkte, sprach ein oder zwei Augenblicke über die Spanischprüfung und rief dann lachend »Adios!« Sie drehte sich um und ging in Richtung Süden zu ihrem Haus. Er beobachtete sie etwa 30 Meter lang. Zwei andere männliche Studenten, die sie kannten, erinnern sich, dass sie sie die nächsten 20 Meter zurücklegen sahen. Sie hatte noch 40 Meter vor sich, 40 Meter in der hell erleuchteten Gasse. Sicherlich gab es zwischen den großen Häusern einige düstere Bereiche mit Lorbeerhecken, aber Georgiane wäre in der Mitte der Gasse geblieben. Ihre Mitbewohnerin, Dee Nichols, wartete auf das vertraute Geräusch von Kieselsteinen, die gegen ihr Fenster schlugen. Georgiane hatte ihren Schlüssel für die Hintertür verloren und die Verbindungsschwester würde die Treppe hinunterlaufen und sie hineinlassen müssen. Es gab kein Klappern von Kieselsteinen, es gab kein Geräusch, keinen Aufschrei, nichts. Eine Stunde verging, zwei Stunden vergehen. Besorgt rief Dee im Bettehaus an und erfuhr, dass Georgiane kurz nach 1 Uhr nachts nach Hause gegangen war. Sie weckte die Hausmutter und sagte leise, »Georgiane ist weg. Sie ist nicht nach Hause gekommen.« Sie warteten die ganze Nacht hindurch und versuchten, eine vernünftige Erklärung dafür zu finden, warum Georgiane weg sein könnte, denn sie wollten ihre Eltern um 3 Uhr morgens nicht alarmieren. Detective Bud Gelberg von der Vermisstenabteilung nahm die Meldung auf, erkundigte sich noch einmal bei dem Haus der Studentenverbindung, in dem sie zuletzt gesehen worden war, und rief dann ihre Eltern an. Normalerweise wartet jede Polizeibehörde 24 Stunden, bevor sie mit der Suche nach einem vermissten Erwachsenen beginnt. Aber angesichts der Ereignisse in der ersten Hälfte des Jahres 1974 wurde das Verschwinden von Georgiane Hawkins sofort sehr, sehr ernst genommen. Um 8.45 Uhr trafen Detective Sergeant Evan Beeson und die Detectives Ted Fones und George Cuttill von der M-Kommission im Tetterhaus 4521 17. ein. Sie wurden von George Ishii begleitet, einem der renommiertesten Kriminalisten im Nordwesten. Ishii, der das Western Washington State Crime Lab leitet, ist ein brillanter Mann. Ein Mann, der wahrscheinlich mehr über die Erkennung, Erhaltung und Prüfung von physischen Beweisen weiß, als jeder andere Kriminalist in der westlichen Hälfte der Vereinigten Staaten. Er war mein erster Lehrer in Sachen Tatortuntersuchung. In 2 Quartalen lernte ich mehr über physische Beweise als je zuvor. Ishii glaubt implizit an die Theorien von Dr. E. Lockraid, einem Pionier der französischen Kriminalistik, der sagt, jeder Verbrecher hinterlässt etwas von sich am Tatort. Etwas, egal wie winzig, und nimmt immer etwas vom Tatort mit. Jeder gute Detektiv weiß das, deshalb suchen sie am Tatort so intensiv nach dem kleinen Teil des Täters, das er hinterlassen hat. Ein Haar, Tropfen, ein Faden, ein Knopf,
Finger-, Handabdruck-, Fußabdruck-, Werkzeugspuren, Patronenhülsen. Und in den meisten Fällen werden sie auch fündig. Der Kriminalist und die drei Detectives haben die Gasse hinter der 45. und 47. und fanden überhaupt nichts. Sie verließen die abgesperrte und von Streifenpolizisten bewachte Gasse und gingen ins Tetterhaus, um mit Georgiannes Verbindungsschwestern und ihrer Hausmutter zu sprechen. Georgiane wohnte in Nummer 8 des Hauses, ein Zimmer, das sie mit Dee Nichols teilte. Alle ihre Besitztümer waren dort, alles außer den Kleidern, die sie getragen hatte, und ihrer ledernen Handtasche, einer hellbraunen Sacktasche mit rötlichen Flecken. In dieser Tasche hatte sie ihren Ausweis, ein paar Dollar, eine Flasche Heaven Sent Parfum mit Engeln auf dem Etikett und eine kleine Haarbürste. Georgiane ging nie irgendwo hin, ohne mir die Telefonnummer zu hinterlassen, wo sie sein würde, sagte Dee. Ich weiß, dass sie gestern Abend hierher zurückkommen wollte. Sie hatte noch eine Prüfung und wollte dann am 13. für den Sommer nach Hause fahren. An der blauen Hose, die sie anhatte, fehlten drei Knöpfe. Es war nur noch einer übrig. Ich kann dir einen solchen Knopf aus unserem Zimmer geben. Wie Susan Rancourt war auch Georgiane sehr kurzsichtig. Gestern Abend trug sie weder ihre Brille noch ihre Kontaktlinsen, erinnerte sich ihre Mitbewohnerin. Sie hatte den ganzen Tag ihre Kontaktlinsen getragen, um zu lernen. Und wenn man lange Zeit Kontaktlinsen getragen hat, sieht alles verschwommen aus, wenn man eine Brille aufsetzt. Also trug sie keine. Das vermisste Mädchen konnte gut genug sehen, um die vertraute Gasse zu durchqueren. Aber sie hätte nicht mehr als die vagen Umrisse einer Gestalt in mehr als 3 Metern Entfernung erkennen können. Wenn jemand in der Gasse gelauert hätte, jemand, der Georgiannes Namen erfahren hatte, nachdem er den Jungen vom Fenster des Bettehauses aus nach ihr rufen gehört hatte, hätte er sie leicht mit einem leisen George in seine Nähe rufen können. Und sie hätte schon sehr nahe gehen müssen, um den Mann zu erkennen, der ihr zuwinkte. Vielleicht so nahe, dass sie ergriffen, geknebelt und weggetragen worden wäre, bevor sie schreien konnte. Sicherlich wäre jeder, der die Gasse hinunterschaute, beim Anblick eines Mannes, der sie wegtrug, alarmiert gewesen. Oder doch nicht? In der Prüfungswoche gibt es immer viel Spaß, alles um die Spannung zu brechen, und starke junge Männer greifen sich häufig kichernde, kreischende Mädchen und spielen Höhlenmensch. Aber nicht einmal das hatte jemand gesehen. Georgiane Hawkins wurde vielleicht mit einem Schlag außer Gefecht gesetzt, mit Chloroform betäubt, mit einem schnell wirkenden Beruhigungsmittel für das Nervensystem betäubt oder einfach mit kräftigen Armen gefesselt, eine Hand fest auf ihren Mund gelegt, sodass sie nicht einmal schreien konnte. Sie hatte Angst vor der Dunkelheit, sagte Dee leise. Manchmal sind wir um den ganzen Block gelaufen, nur um eine dunkle Stelle auf dem Gehweg zu vermeiden. Ich weiß, dass sie, als er sie erwischte, hierher zurückeilte. Ich glaube nicht, dass sie eine Chance hatte. Die Verbindungsschwester, die am Abend zuvor mit Georgiane auf der Party gewesen war, erinnerte sich, sie stand und wartete, während ich zu unserem Haus ging, und ich rief ihr zu, dass es mir gut ginge, und sie rief zurück, dass es ihr auch gut ginge. Sie ging ins Bettehaus, und das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Damals war es unverständlich, und für die Ermittler von Seattle ist es immer noch unverständlich, dass Georgiane Hawkins innerhalb von 40 Fuß so spurlos verschwinden konnte. Von allen Fällen vermisster Mädchen ist es der Fall Hawkins, der sie am meisten verwirrt. Es war etwas, das nicht hätte passieren können, und doch ist es passiert. Als die Nachricht von Georgianes Verschwinden die Medien erreichte, meldeten sich 2 Zeugen, die von Vorfällen am 11. Juni berichteten, die sich verblüffend ähnelten. Eine attraktive Studentin sagte, sie sei gegen 12.30 Uhr von den griechischen Häusern in der 17. spazieren gegangen, als sie einen jungen Mann auf Krücken direkt vor sich gesehen habe. Ein Bein seiner Jeans war an der Seite aufgeschnitten und er schien einen kompletten Gips zu tragen. Er trug eine Aktentasche mit einem Griff, die er immer wieder fallen ließ. Ich bot ihm an, ihm zu helfen, aber ich sagte ihm, dass ich für ein paar Minuten in eines der Häuser gehen müsse und wenn es ihm nichts ausmache zu warten, würde ich rauskommen und ihm helfen, seine Sachen nach Hause zu tragen. Und das hast du getan? Nein, ich war länger drinnen, als ich dachte, und als ich wieder herauskam, war er weg. Ein männlicher College-Student hatte den großen, gut aussehenden Mann mit der Aktentasche und den Krücken ebenfalls gesehen.
Ein Mädchen trug seinen Koffer für ihn und später, nachdem ich mein Mädchen nach Hause gebracht hatte, sah ich das Mädchen wieder, das allein ging. Er sah sich ein Foto von Georgiane Hawkins an, war sich aber nicht sicher, dass es sich nicht um das Mädchen handelte, das er gesehen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war der Vermerk in der Akte Suzanne Rancourt in Ellensburg über den Mann mit dem Arm in einer Schlinge noch nicht allgemein bekannt. Erst als der Mann mit dem Gipsbein bekannt wurde, wurden die beiden so weit auseinanderliegenden Vorfälle aufeinander abgestimmt. Zufall oder Teil eines schlauen Plans, um junge Frauen zu überrumpeln. Bei der Phi Sigma Sigma Bruderschaft in der Nummer 4520, direkt gegenüber dem Täterhaus, fanden sie heraus, dass sich die Hausmutter daran erinnerte, am Morgen des 11. Juni zwischen 1 und 2 Uhr aus einem tiefen Schlaf geweckt worden zu sein. Es war ein Schrei, der mich geweckt hat. Es war ein hoher Schrei, ein Schreckenschrei. Und dann hörte es einfach auf und alles war ganz still. Ich dachte, es wären nur Kinder, die herumalberten. Aber jetzt wünschte, ich hätte. Niemand sonst hat es gehört. Linda, Donna, Susan, Katie, Brenda, Georgiane, alle sind verschwunden, als hätte sich eine Naht im Hintergrund des Lebens selbst geöffnet, sie hineingezogen und geschlossen, ohne auch nur einen geflickten Riss im Wandteppich zu hinterlassen. Der Vater von Georgiane Hawkins fasste mit brüchiger Stimme die Gefühle all der verzweifelt besorgten Eltern zusammen, die auf eine Nachricht warteten. Jeden Tag bin ich ein bisschen trauriger. Man würde gerne hoffen, aber ich bin zu realistisch. Sie war ein sehr freundliches, sehr engagiertes, junges Mädchen. Ich sage immer wahr. Das sollte ich nicht sagen. Es ist ein Job, Kinder zu erziehen. Man muss sie lenken, und wir dachten, wir hätten unsere beiden Kinder über den Berg. Jeder Ermittler der Kommission, der schon einmal versucht hat, mit den Ängsten von Eltern umzugehen, die intuitiv wissen, dass ihre Kinder weg sind, aber nicht einmal den schwachen Trost haben, zu wissen, wo ihre Körper sind, kann bestätigen, dass dies das Schlimmste ist. Ein müder Ermittler sagte zu mir: Es ist hart, verdammt hart, wenn man ihnen sagen muss, dass man einen Körper gefunden hat und dass es ihr Kind ist. Aber es ist nie vorbei für die Eltern, die es einfach nicht wissen. Sie können nicht wirklich eine Beerdigung abhalten. Sie können nicht wissen, dass ihre Kinder nicht irgendwo festgehalten und gefoltert werden. Sie können sich ihrer Trauer nicht stellen und sie überwinden. Man kommt nie darüber hinweg. Aber wenn man es weiß, kann man sein Leben wieder in die Hand nehmen. Irgendwie. Die Mädchen waren verschwunden und jedes Elternpaar versuchte damit umzugehen, brachte die Unterlagen, die eines Tages vielleicht die Identifizierung bedeuten würden. Zahnärztliche Unterlagen, all die Jahre, in denen sie für Füllungen und Kieferorthopädie bezahlt hatten, damit ihre Töchter ein Leben lang gute Zähne haben würden. Die Röntgenbilder von Donna Mansons gebrochenen Knochen, die wieder sauber und stabil sind. Und für Georgiane die Röntgenbilder, die gemacht wurden, als sie als Teenager an der Osgood-Schlatter-Krankheit litt, einer Entzündung des Schienbeins in der Nähe des Knies. Nach Monaten der Besorgnis waren ihre Beine lang und wohlgeformt geworden und wiesen nur noch leichte Beulen kurz unterhalb des Knies auf. Jeder von uns, der Kinder großgezogen hat, weiß, dass, wie John F. Kennedy einmal sagte, Kinder zu haben bedeutet, dem Schicksal Geiseln zu geben. Ein Kind durch eine Krankheit oder gar in einen Unfall zu verlieren, kann im Laufe der Zeit verarbeitet werden. Ein Kind an ein Raubtier, an einen wahnsinnig genialen Täter zu verlieren, ist fast mehr, als ein Mensch ertragen kann. Als ich anfing, Kriminalromane zu schreiben, versprach ich mir, dass ich immer daran denken würde, dass ich über den Verlust von Menschen schreibe, dass ich das nie vergessen sollte. Ich hoffte, dass meine Arbeit andere Opfer irgendwie retten, sie vor der Gefahr warnen könnte. Ich wollte nie hart werden, das Sensationelle suchen, und das habe ich auch nie getan. Ich habe mich dem Komitee der Freunde und Angehörigen von Vermissten und Opfern von Gewaltverbrechen angeschlossen, auf Einladung der Gruppe. Ich habe viele Eltern von Opfern getroffen, mit ihnen geweint, und doch habe ich mich irgendwie schuldig gefühlt, weil ich von den Tragödien anderer Menschen lebe. Als ich dem Ausschuss sagte, wie ich mich fühlte, nahmen sie mich in den Arm und meinten: Nein, schreiben Sie weiter. Lassen Sie die Öffentlichkeit wissen, wie es für uns ist.
lassen Sie sie wissen, wie sehr wir leiden und wie wir versuchen, die Kinder anderer Eltern zu retten, indem wir uns für neue Gesetze einsetzen, die eine obligatorische Verurteilung und die T-Strafe für Täter fordern. Sie sind viel stärker, als ich es je sein könnte. Und so machte ich weiter und versuchte, die Antwort auf das schreckliche Rätsel zu finden, in dem Glauben, dass der Täter, wenn er gefunden würde, sich als ein Mann mit einem Vorstrafenregister erweisen würde. Ein Mann, der niemals auf die Straße hätte gelassen werden dürfen. Jemand, der in der Vergangenheit sicherlich Anzeichen eines gestörten Geistes gezeigt haben muss. Jemand, der zu früh aus dem Gefängnis entlassen worden war.